Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Genau. Versteck mich. Die nette Mathilde hat doch bestimmt Kriegsbemalung gemacht für mich, oder? Nein, hat die nette Mathilde noch nicht. Die Mathilde braucht noch Fell, um einen Pinsel zu machen. Dann machen wir das später. Dann lass Plan B. Machen wir Plan B. Ich kann auch Leute ohne Kriegsbemalung töten. Das ist gut. Gut. Ach, du nimmst Carsten mit? Hä? Ich hab Carsten? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Carsten ist. Nein. Vater, der hier reinguckt. Ah ne, Battlecat. Battlecat. He-Man braucht Battlecat. Ja, Plan ist Kristall abbauen, ne? Genau. A3, F3. F3, da war sowieso der Geisterweg, den ich mir nicht zu Ende angucken konnte. Weil da so ein böser Boss war, den ich nicht alleine hingekriegt habe. Aber jetzt habe ich auch Battlecat dabei. Erstmal H3, denke ich, ne? Ja. Ich habe eine Sichel mit. Wie sieht's aus mit Häutemesser und Hackebeil? Ich habe nur Häutemesser. Gut, dann hole ich noch vorsichtshalber einen Hackebeil. Gut. Kannst ja schon mal vorlaufen sonst. Genau. Ich leuchte dir den Weg. So, jetzt hoffen wir nur mal, dass der Heinrich das da auch reingepackt hat. Gehört? Ja, hat er. Nee, natürlich. Ordnung muss sein. Ordnung ist das halbe Leben. So. Und in Betracht auf eure Kommentare, oder ich glaube, Ulrich hatte den geschrieben. Ja, ich weiß, dass ich mit einer Einhandwaffe kämpfe. Ich hatte mal das Katana ausprobiert. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Und ja, irgendwie nehme ich tatsächlich nie ein Schild mit, weil ich das irgendwie immer so nervig fand, weil ich nur 8 von diesen Schnelldingern habe und keine Ahnung, irgendwie habe ich es nicht. Dann nimm doch einfach 2 Dolche, wenn du nicht so Bock hast auf Blocken. Ja, ich habe es einfach mal mitgenommen. Vielleicht sollte ich auch einfach die Axt und die Pike nicht da im Dauereinsatz haben, keine Ahnung. Die habe ich auch mal dabei, ups. Ja, die sind vor allem bei mir auf Dauer links. Bums. Genau. Zeug. Eine Höhle. Ah, ich habe erstmal Menschen gefunden. Guten Abend. Sie haben ein Schwert im Rücken. Ach, sind wir stark. Level 1 Leute besiegt. Wir sind Helden. Hallo. Hallo. Raus der Arme. Ach nee, ich habe ja hier. Battlecat, hier lecker Ärmchen. Ärmchen? Wo bist du denn? Ach da. Aber wir wissen ja nur ungefähr die Bereiche, ne? Aber. H3 in der Mitte soll da diese Innenhöhle sein. Dann, bisschen suchen müssen wir ja auch mal machen. Genau. Zu den kleinen Gollums. Mhm. Ist auf jeden Fall. Oh, nee. Oh, da sind Fliegeviecher, das sind Vögel. Fliegeviecher? Also hier oben habe ich ein Lagerfeuer, ohne Leute. Ach, da ist ja so ein Impilein. Was konnte ich denn hier interagieren? So, hier ist ein Zettelchen. When my father died, okay, mit einem Hackmesser zerstört? Ich krieg gar nicht. Was hast du mit einem Hackmesser zerstört? To be crucified and left to rot on the edge of a wasteland that I have never seen before. Gehen wir mal da hoch. It makes sense to me that the cowardly fools that they sent to do the job would not have the courage to kill me. They are Mongols, the cast-off bloodlines of slaves and commoners, and such as they do not dare to spill royal blood.
da könnte ein Höhle sein. I was bound hand, foot and mouth and smuggled out to God's nowhere. They left me for the vultures. Ich glaube, ich hab sie. And I was rescued by a man. Such a man. Clean-limbed and bronze-skinned. I have never seen his like in the cities of Shem. He came to me as I hung from the cross. Jetzt habe ich doch mal viermal Wildfleisch bekommen. His icy blue stare was a challenge. Did I dare to live? Now I crouch at the edge of this wasteland. Once a daughter of princes. Now a nameless exile in an unfamiliar land. The shaft of the double-bladed axe that he gave me. A comforting weight in my hands. Aber hier sieht's auf jeden Fall nach einer Höhle aus. Is yes. I will live. Ui. Ich hab dich verloren. Aber du bist irgendwo in der Nähe. Mit dem Hackmesser kriege ich auf jeden Fall noch was anderes raus. Das heißt, wahrscheinlich ist das heute besser. An der Band. Hallo. Also ich habe gerade Battlecat gesehen, zumindest. Ja, du bist ja auch hier irgendwo in der Nähe, aber. Bist du sie denn? Ich bin jetzt hier runter gesprungen, weil ich hier dachte, die Höhle wäre hier irgendwo. Ich hab. Ah, warte, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich seh ach, da dich. Hinten. Ah. Verwirrend. Also voller Imps hier, aber die Imps, die boxt hier locker um. Ja, ja. Anumans Grotte. Ich glaube, es ist besser, wenn du die mit den Häutemesser machst. Dann häute ich die mal. Herzen geben die ja leider nicht. Ey, wenn ich im Menü bin, habt ihr mich nicht anzugreifen. Das finde ich voll unfair. Dann häuten wir die mal. Ja, geben Tierhaut. Dämonenblut, das ist gut. Oh ja, hier geht's gut mit den Kristallen. Ja, yeah, geil. Ich habe auch nie wieder so dran gedacht, mal ins Anfangsgebiet zu gehen und das mal zu erkunden. Einsam. Achso, man kann die auch so ein. Ja, gut. Spart man vielleicht. Da kannst du ja ewig einsammeln, ey. Geht ja kaum weg. Ich habe jetzt schon fast 100 Stück. Ich habe hier eine Stelle. Ist, ein Kristall geht nach dem anderen weg, aber. Leute, kannst du so lange kannst du gar nicht sammeln, ey. Sammelst dich ja zu Tode. Du kannst ja jeden einzelnen Kristall einsammeln, der angezeigt wird. Wie cool ist das denn? Ich habe jetzt alle so erwartet wie bei Steinen oder so, anderen Ressourcen, weißt du? Ja. Hier kannst du jeden einzelnen Kristall einsammeln. Na gut. Haben wir zumindest kein Kristallproblem für unseren Kartenraum. Also. Ja, und du brauchst nichts zum Hacken oder so. Das kannst du einfach Dauer E drücken und so. Oh, hier ist auch ein größerer. Ein böserer? Ein größerer? Größerer. Oh ja, sogar mit einem Totenschädel. Ah. Oh, oh, oh. Hi, Yukin. Ja, Yukin. Mein Gott, der hat eine Pfanne am Arsch. Wir müssen vorsichtig sein. Genauso einer wartet da auch, bei F3 auch noch. Wo das war. Aber zurzeit schaffen wir das. Tierchen, ihr könnt uns helfen. Ja, kann ich auch. Battle Cat, hilf uns. Was ist denn? Ich hab keine Ahnung.
Naja, komm. Jetzt brauche ich auch kein Battle Cat mehr. Warte mal, ich will den auch heute nicht. Hack besser? Ja, hack mal. Hast du einen Kopf? Ja, Haut und Wildfleisch. Ich habe... Das Einzige, was noch dabei war, war... Mortarium, was immer das ist. Ein Metallgefäß zur Zubereitung von Speisen. Okay. Oh, hier ist noch ein richtiger See. Schau einer an. Warte, ich muss reuten. Und E drücken. E drücken, E drücken, E drücken. Toller See. Oh, Battlecat, schön, dass du auch mal kommst. Oh, tauchen. Wie konnte man tauchen? Auch rein. Auf C. Ach, wer macht es denn auf C? Sieht aber schön aus hier unten. Ich dachte, das wäre was zum Einsammeln. Hier unten geht's aber weiter. Den schönen Schleim mitnehmen. Natürlich. Oh, hier kommt ein neuer, anderen Raum. Und hier überall Schleim. Nimm mit. Oh, warte, ich muss hier erst Luft holen. Jo, ich auch. Oh, noch mehr Schleim. Schleim, 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 Schleim. Und ein Horst, der betet. Ein Horst, der betet? Was ist... Oh, vielleicht... Warte mal, lass mich mal kurz was essen. Der Horst, der betet, greift uns an. Oh, der ist ja aber... Wer bist denn du? Oh, der hat schon mal ein bisschen mehr. Der hat auch eine voll geile Rüstung und der macht mich voll tot. Okay, weg, 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 weg. Ab ins Wasser! C, tauchen! Ich bin weg. Gut, den schaffen wir noch nicht. Folgt er uns? Nö. Ach, du machst Bogen-Action? Ich guck mal, ob es was bringt. Dann sammle ich Edelsteine hier, Kristall. Ich glaube, das bringt. Ich glaube auch, du kannst bei denen ganz viele Pfeile reinballern. Das haben wir ja beim Krokodil getestet, ne? Ja. Aber ich wüsste gerne, was das da. Das sieht so aus, als ob man da was lernen kann. Das würde ich. Ja, und der hat auch eine tolle Kiste. Also zumindest war da eine Kiste. Hi, Battle Cat. Jetzt gibt es ja wieder Steine, die ich nicht wegnehmen kann. Oder muss ich die zerkloppen? Okay, ja, dafür braucht man Dietrich. Aber die Dietriche soll man ja wohl bekommen. Uhuhu. Ja, warte, das könnte man machen. Ich heile mich mal, ich komme nochmal wieder. Dann versuche ich den mal abzulenken und du holst dir die Kiste. Ah, da ist auch rum. Nee, das wird nichts, aber hier ist was zum Lesen. Ich habe einfach mal auf E gedrückt, so. In equal measure. Let our bodies be pleasing to you. And our minds. Wo ist ein Battle Cat? Keine Ahnung. Let us find the inner races and loose them upon the earth. We give our sacrifice into your hands. Wir müssen so ein bisschen auf Rambo achten. Ja, ja, noch hat er 50%. Grant us the power of your might. The eternal strength. Hanuman. Nee, das... Oh, ja. Rambo. Rambo, komm mit. Das komm mit, wird Rambo. Nix, Rambo. Wir haben erst Shenzi verloren. Kein Rambo verlieren. Nee. Es gibt nur einen Rambo. Rambo, beweg deinen Arsch hierher. Dann beweg dann auch deinen Arsch hierher. So. Wo ist Rambo? Lass uns mal kommt weiter weg. Nach, ja. Lass mal weiter weggehen.
Bis er spawnt. Ich sehe auch meine Battle Cat nicht. Battle Cat! Wenn dich Skeletor geholt hat. Battle Cat ist hinter dir. Oh, ah. Gutes. Und Rambo auch. Juhu! Sehr gut. Ich habe jetzt 250 Kristalle. Wie viel brauchen wir für den 283. Kartenraum? Wie viel brauchen wir für den Kartenraum? 50. Ha! Super. Dann würde ich trotzdem gerne nochmal hier zum Geisterweg gehen. Da haben wir noch so einen Mutantenboss, den können wir nochmal gerne vermöbeln. Okay, ich folge dir. Das war einfach hier links irgendwo hoch und dann... Ich folge dir. Vor allem bei der zerstörten Brücke, nicht davon war das, glaube ich, da konnten wir auch den Jog glauben. Okay. Und ansonsten könnten wir so in der Wüste auch noch ein paar Stämme looten, raiden, was auch. Ja, vielleicht finden wir da halt auch noch einen Träger wegen alchemistischer Grundsubstanz. Weil die ist ja sehr teuer herzustellen mit Silber und Goldstaub. Also ich tendiere, dass wir also jetzt vielleicht nicht sofort eine Basis bauen, aber eher mehr so Außenposten. Und ja, ja. Die Außenposten schön mit Kartenräumen versehen. Ja, ja. Man kann ja dann die Außenposten so zu Basen. Aber vielleicht. Jetzt, vielleicht kann man. Ah, Baum. Vielleicht kann man trotzdem nochmal eine. Vielleicht eine neue Hauptbasis bauen. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Warte mal. Nee, das ist noch ganz. Sind noch ein paar Meter. Okay. Noch weit, weit von entfernt, aber. Wenn wir eh schon gerade dabei sind, diese Mutanten zu vermöbeln, können wir die Folge Mutanten-Action nennen. X-Men. Wir kämpfen gegen die X-Men. Conan gegen die X-Men. Conan versus X-Men. Ja, genau. He-Man! Ich wette, warte mal, ich wette mit dir, He-Man gab's ja als Marvel-Comic, glaube ich, ne? Hm? Nee, das war doch nicht von Marvel. War das von Marvel? Ja, von Marvel nicht, das ist ja von Mattel. Aber Mattel und so haben wir damals immer Aufträge an Marvel vergeben. Ich brauche eine neue Marvel. Also es gab damals Star Wars Comics und Transformer Comics, die wurden von Marvel geschrieben. Du bist da dann doch ein klein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht mal bei He-Man. Ich weiß, ich hatte auch ein, zwei Heftchen, aber ich weiß nicht, ob die von Marvel waren oder nicht. Ich habe nur die Serie geguckt. Ja, und ich glaube, die hat jeder geguckt, der so annähernd in den 80ern geboren war. Ja. He-Man, wo ist der Held denn da? Und wir hatten, ich glaube, Sheila oder She-Ra. She-Ra. Also diese rothaarige hatten wir. Ich habe gesehen, bei Netflix gibt es eine neue Serie von She-Ra. Die sieht so ein bisschen neumodisch aus, animiert halt. Ach ne, andere Sache. Achtung, Mutanten greifen an. Ich zerreiß euch so. Ich brauche keine Waffen, ich zerknüpple euch. Dann hier wieder runter. Hui. Okay. Mit dem Sliden müssen wir nochmal üben. Bei der Macht von Grayskull. I have the power. Sobald du dein schönes Schwert hast, müssen wir das auf jeden Fall. Kannst du dann auf deinen Tempel hochklettern, wenn das geht? Dann stehst du da oben auf deinem Tempel. Ich verwage mich auch zu erinnern, ich hatte ja damals, hattet ihr wahrscheinlich alle auch damals, die eine Spielzeugborg von He-Man, die grüne. Oder war es die von Skeletor?
Ich hatte sie nicht. Ah, ist ja auch eher was für Jungs gewesen, oder? Oh. Ach ja, da sind Geister, die gehen hier hoch, ne? Hast du bestimmt schon gesehen? Nö. Wir können ja mit den Geistern gehen. Guck mal. Die sind weg, scheiße. Da sind sie wieder. Hey, Geisterbuddies. Was habt ihr heute so gemacht? Sind sie weg. Die gehen, glaube ich, links weiter. Genau, wir gehen auch, glaube ich, links weiter. Oder nicht? Dann rechts. Also die führen quasi zur Brücke, aber auf der anderen Seite von der Brücke waren halt auch so Mutantenboss. Maus? Ja. Hey. Du bist rechts lang gegangen, ne? Ja. Ich warte kurz auf dich. Ach nee, der war doch links, okay. Ah, ich sehe Battlecat. Okay. Okay. Dann zeige ich dir gleich mal den Weg zur Mutanten-Action. Da ist er. Ich weiß nicht, ob hier eine Höhle ist, aber das ist auf jeden Fall hier der Big Guy. Okay. Auch wieder mit einer Pfanne am Arsch. Wo rennst du hin? Ich glaube, der Server ist... Oh nö. Wir sind nicht synchron, ne? Nope. Weil Rambo geht hier einfach runter. Ja, und der reagiert doch nicht auf mich und du bist hier gerade einfach durch die Steine durchgelaufen. Cool. Yo. Und Server's down. Ah, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Warum startet dieses... Ja, also wenn wir da mal irgendwann mehr Klicks haben, kaufen wir uns einen eigenen Server. Also einen richtigen. Oder wir machen uns einen eigenen Server, whatever. Jetzt habe ich wieder diesen Fenstermod. Ah, du bist gleich drin. Aber mir zeigt er hier noch als Server-Info an, quasi, dass er noch gestartet wird. Nö, der läuft schon. Und Rambo kämpft auch schon sehr mutig gegen den Mutanten. Toll, ihr habt ihn gleich gekillt. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Ich habe ein Fenster. Rambo ist tot. Alter, ich kack hier ab. Warum ist jetzt Rambo? Scheiß Mutantenpisse. Ja, ich wollte. Ich will Rambo mitnehmen. Ich konnte doch auch Shenzi mitnehmen. Ich will den doch beerdigen. Friedhof der Kuscheltiere. Ja. So, okay, ich habe ihn zerhackt. Habe ich einen Hyänenkadaver bekommen. So, hat dir der doofe Kerl wenigstens irgendwas Cooles gegeben? Hanumans Gabe, irgendein Getränk. Saftige, gekochte, nee, irgendwie. Ich habe hier noch so leichte Darstellungsprobleme. Eine von Hanuman gewährte Gabe. Verbrauchsobjekt heilig. Keine Ahnung. Und, ja, und noch so ein Kessel. Eisentopf habe ich gekriegt. Mhm. Gut, aber wir wollten ja, hier sollte es ja auch eine Höhle geben, oder nicht, ne? Hast du gesagt? Oder habe ich mich... Nee, am nördlichen Ufer. Achso. Aber wir können ja mal ein Stück zurückgehen und auf die Brücke gehen. Da waren nämlich, sind da die Geister lang gegangen. Okay. Ach komm, ey, scheiß Mutanten, kein Bock auf dich. Ah, hier sind auch wieder Mutanten. Hier ist auch ein Geisterpferdchen. Pferdchen will nicht rübergehen. Oh, hier leuchtet ein Stein. Oh, der hat hier Sprengdrüsen, der Typ, gehabt.
Ja, hier leuchtet ein Stein, Heinrich. Ich glaube, das Gelaber ich mir letztes Mal auch angehört. Slave, know this as the road of refuge. Your people came to us as exiles, weary and harried. When we revealed ourselves, your people fell to their knees and worshipped us. In return, we fed and clothed you. But you came in untold numbers. We could not clothe you all, nor would we offer you of our water or our land. In time, this led to conflict, eventually to war. Though it caused us grief, we were forced to dominate you. Slaves to our whim, your treacherous species will never betray us again. Na, ob ich euch nie, Frau Bühne, bla, Zeug. Nee, schade. Nicht wie Indiana Jones. Nee. Oh nein, 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 nein. Ihr seht's nicht, aber ich schneid mal bitte Captain Picard rein. Bitte schneid Captain Picard rein. Mach ich und ich springe in den Pool. In Hoffnung, dass ich nicht sterbe. Oh. Und mir fällt gerade ein, ich habe mein Bett hier noch irgendwo irgendwie. Oh! Das hat eine Errungenschaft freigeschaltet. Cool. Was denn? The Cliffs Reap. Ja, man muss halt nur wissen, wie man springen muss. Oh, ich guck mal, hier sind Heinrichs Überrest. Oh, du hast ganz knapp das tiefe Wasser verpasst. Das ist ich habe damit auch nicht gerechnet, aber ich bin... Ich segne dich einmal. Ich zerstöre hier mein Bett, ey. Ich hab dich einmal gesegnet. Ach nee, du bist ja... Das ist von Mathilde. Soll ich dein Bett auch aufheben hier? Lass es ruhig liegen. Oh, jetzt hab ich's du weißt schon, dass du auch im Bett hättest spawnen können, oder? Ach, fuck, ja. Na egal, ich glaube, dann machen wir eine kurze Folge. Ja, ich gehe noch ein bisschen schlachten. Ja, Schlachtermann und ich, ach komm, wir springen mal runter. Was bist du denn? Ach. Whee! Scheiße, ich hab's überlebt. Whee! Ich lebe immer noch. Juhu! Oh. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal einen Break und okay. Schauen nochmal, was zum nächstes Mal kommt, ne? Vielleicht sterbe ich dann wieder irgendwie. Jetzt hast du es aufgegeben, mich zu töten? Ja, jetzt habe ich es aufgegeben, mich zu töten. Jetzt laufe ich da einfach mal hin. Ich glaube, es wäre schneller, wenn du dich wirklich tötest und dann nochmal im Bett spawnst. Also vorausgesetzt, du hast das Bett aktiviert. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, aber spawne ich ja auch da hinten. Bei die schlechte Straße. Hm. Ich bring mich um. Gut, und ihr abonniert und liked und ich hänge hier am Kaktus. Wieso kann man sich am Kaktus festhalten? Wieso? Ich wollte sterben im Kaktus. Naja, jetzt drückst du deinen Schwengel gegen den Kaktus. Jetzt guck da nicht auf meinen Schwengel und ich bin hier im Objekt. Es kann doch nicht so schwer sein, dass man sich einfach mal tötet. Wo sind die Krokos, wenn man sie mal braucht? Kroko, komm mal her, zerhack mich. Los, Kroko. Los, ihr feigen Krokos. Zerhackt mich. Ja! Yeah. Hä? Conan? Hä? Okay. Was hast du denn jetzt? The UE4 Conan Sandbox Game has crashed. Fatal Error. Ich bin irgendwie in unserer Basis zurück. Okay, ja. Ich auch, aber mir muss erstmal alles laden. Gut, wir machen jetzt aber wirklich einen Break. Ja. Technische Probleme heute. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.